Hallo, mein Name ist Sebastian Lotzgard, Ihr Name ist Tropidodipsas sartorii und ich beschäftige mich als Biologe seit über 10 Jahren professionell mit Reptilien. Im Folgenden erzähle ich euch ein paar interessante Fakten über meine Lieblingstierchen. Das sind die Schlangen. Manche Schlangen können fliegen. Zugegebenermaßen ist das ein ziemlich großes Wort für das, was sie da tun. Streng genommen führen sie einen Gleitflug aus. Asiatische Schmuckbaumnattern der Gattung Chrysopelea lassen sich vom Ast schnellen, spreizen alle Körperrippen ab und sind dann ein ziemlich flaches Band, führen in der Luft weiter Schlängelbewegungen aus und segeln so zum nächsten Baum oder auf den Boden. Warum sie das tun, ist nicht ganz klar. Es könnte was mit Flucht zu tun haben, vielleicht einfach nur ein schneller Ortswechsel von Baum zu Baum oder sogar dem Beutefang dienen. In Brasilien gibt es eine Insel, die ist so gerammelt voll mit Giftschlangen, dass kein normaler Mensch sie ohne Genehmigung betreten darf. Die Ilha da Queimada Grande liegt etwa 30 Kilometer vor der Küste von São Paulo und beherbergt auf ihren 43 Hektar, das ist ein bisschen größer nur als der West-Berliner Zoo, schätzungsweise so etwa 2400 höchst giftige Lanzenottern. Das würde bedeuten, dass sich auf jedem Hektar dieser Insel etwa 55 dieser possierlichen Tierchen rumschlängeln. Einige Schlangengruppen haben einen siebten Sinn. Sie können ihre Umgebung als Wärmebild wahrnehmen. Das tun sie mit dem sogenannten Grubenorgan. Das heißt Grubenorgan, weil es von außen betrachtet eine kleine Grube, ein kleines Loch im Gesicht der Schlange ist. Je nach Art und Bau des Grubenorgans können sie damit Wärmeunterschiede von einigen Hundertstel bis einigen Tausendstel Grad Celsius wahrnehmen, was bei Dunkelheit natürlich ein immenser Vorteil ist. Manche Schlangen können bis zu 4 Jahre ohne Nahrung auskommen. Die längste Fastenzeit, die man mal bei einer Schlange zweifelsfrei nachweisen konnte, waren 49 Monate bei einer Madagaskar-Boa. Dass Schlangen so lange fasten können, liegt daran, dass sie so verdammt effizient sind. Sie verwerten ihre Nahrung wesentlich besser als wir, brauchen als wechselwarme Tiere kaum Futter, um sich auf Betriebstemperatur zu bringen und bewegen sich eigentlich nur dann, wenn es sehr, sehr stichhaltige Gründe dafür gibt. Obwohl Seeschlangen im Meer zu Hause sind und manche Arten das Wasser nie im Leben verlassen, können sie verdursten. Bis vor nicht allzu langer Zeit haben sich Zoobetreiber darüber gewundert, dass ihre tollen Seeschlangen in prächtigen Salzwasseraquarien ständig eingehen, bis man festgestellt hat, dass diese Schlängelchen, anders als Fische, Salzwasser nicht verwerten können. Stattdessen trinken sie bei starken Regenfällen den dünnen Flüssigkeitsfilm ab, der sich an der Oberfläche des Meeres bildet. Bei Gefahr lässt so manche Schlange einen fahren. Und zwar ziemlich explosiv, indem sie schnell und heftig Luft aus ihrem einzigen Ausgang, der Kloake, herauspresst. Dabei entsteht so ein knatterndes oder ploppendes Geräusch, was man in Fachkreisen Cloacal Popping, also Kloakenploppen, nennt. Bisher kann man sich das noch am besten als Verteidigungs-, als Abwehr-, Abschreckungshandlung erklären.